So, jetzt aber weiter hier. Die Post. Jetzt redet dieser Charakter hier nicht wieder. Das ist natürlich doof. Jetzt habe ich natürlich ein Stück Dialog verpasst. Ich habe keine Ahnung, was Tuck gesagt hat. Auf Tuck ist immer Verlass. Zumindest, wenn es darum geht, pünktlich zur Sperrstunde durch den Ort zu torkeln. Wo sind wir hier eigentlich überhaupt? Was ist das hier für ein Ort? Und vor allem, warum ist da oben irgendjemand, der da rausguckt? Oder? Hallo, Mab. Huhu, Tuck. Ja, auch einen schönen Tag-Tag. Tag-Tag. Mhm. Aber wir kennen den nicht, oder? Die letzte Plörre war schlecht, was? Es ist doch immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Vielleicht weißt du einfach nicht, wann es Zeit ist, aufzuhören. Weißt du das etwa? Ja, wenn's am schönsten ist, dachte ich. Viel Glück, Kumpel. Der Crew geht so lange zum Munde, bis man bricht. Glaub mir, es ist immer die letzte Plörre, die schlecht ist. Das klingt schon ziemlich deprimiert, oder? Du solltest mit dem Trinken aufhören. Das Aufhören ist nicht das Problem. Es ist das Wiederanfangen, das ich einfach nicht bleiben lassen kann. Kennst du dich mit Visionen aus? Meinst du sowas wie rosa Elefanten? Ich dachte immer, das sei nur ein dummes Klischee. Aber heute läuft hier tatsächlich einer rum. Pah, rosa Elefanten kann doch jeder. Ich habe die Zukunft gesehen. Schön für dich. Ganz im Gegenteil. Es wird furchtbar werden. Wahrscheinlich hast du recht. Mir graut auch bereits vor morgen. Welchen Tag haben wir? Und ich dachte, ich sei betrunken. Hörst du die Musik nicht? Es ist natürlich Grill-Donnerstag. Grill-Donnerstag? Welches Jahr? Alles gut bei dir, Rufus? Ach, geht so. Ich hatte einen seltsamen Traum. Ich habe eine Illusianerin kennengelernt und mit ihr zusammen Deponia gerettet. Nur um es letztlich doch selbst in die Luft zu sprengen. Aber Grill-Donnerstag in Kuwak, das hieße ja... Nichts von all dem ist je passiert. Der schwimmende Schwarzmarkt, Boso, Doc, das kann einfach nicht stimmen, dass das einfach alles nicht stimmen kann. Meine Fans rasten aus, wenn sie erfahren, dass meine Abenteuer niemals stattgefunden haben. Und schlimmer noch, die wollen ihr Geld zurück. Hä? Was für Fans? Das ist natürlich, das danke ich ja überhaupt nicht mit d'accord. Also ich hätte jetzt gedacht, dass hat Rufus halt den Sturz überlebt hat. Und das hat mich gewundert, dass Tony überhaupt noch da ist, weil die eigentlich mit nach Elysium gegangen ist. Aber das ist ja, denn das ist ja vor dem Ereignis von Deponia 1. Na, das ist denn natürlich, ist richtig langweilig. Was ist eigentlich du Hack und schlechtes Wetter? Was macht man da? Matt Eagle? Weißt du, wo ich Tony finde? Sie ist in Lonzos Kneipe. Unfassbar, dass sie mich in den Schnaps geschlagen hat. Bei Lonzo? Da muss ich ja einmal quer durch die Idiotenparade. Auch ein Grill-Donnerstagsmuffel? Kann ich gut nachvollziehen. Glücklicherweise wird man nicht zum Square Dance aufgefordert, wenn man Kotze am Mundwinkel hat. Na, immerhin. Ich habe den rosa Elefanten auch gesehen. Wirklich? Ja, ein lästiges Exemplar. Er lenkt mich jedes Mal ab, wenn ich Tonys Gläser retten will. Das heißt ja, ich bin doch nicht bescheuert. Ich würde hier keine voreiligen Schlüsse ziehen. Achso, da kommt jedes Mal der Elefant. Das würde sich jetzt mal wiederholen. Na gut. Ich muss verhindern, dass die Zukunft aus meiner Vision Wirklichkeit wird. Mein Tipp, viel Alkohol. Hilft zuverlässig. Selbst gegen hartnäckigste Zukünfte. Bleib senkrecht. Mach mir eine Skizze. Achso, da geht's auch zu der Hütte. Na gut, das nimmt also alle Ereignisse vor. Es ist nichts passiert. Das ist natürlich auch irgendwie doof. Und? Hat es funktioniert? Das heißt aber, die ganze Persönlichkeitsentwicklung ist auf weg, nichts ne? Nichts hat funktioniert. Du hast die Gläser wieder umgefahren. Warum hast du nicht Stopp gerufen? Ich war abgelenkt. Apropos, du hast nicht zufällig einen rosa Elefanten gesehen. Hast du getrunken? Eigentlich reichlich. Aber es verträgt sich wohl nicht mit den Medikamenten. Kommt mir auch so vor. Meine Reflexe sind weit unter Norm. Sonst wäre er mir nie durch die Lappen gegangen. Wo versteckt sich dieses Mistvieh nur? Ist das da unten eigentlich einer der Teleporter vom Organon? Nur mit... Das sah auf den ersten Blick aus wie ein Teleporter vom Organon, aber es ist tatsächlich ein Bot. Das hat ja Arme, siehst du? Nilbot, kann man den... Eine Maschine, die nichts tut. Na, die darf sich nicht wundern, dass sie auf dem Müll gelandet ist. Kann das Ding was? Esswürfelspinne?
Hier fehlt wohl ein passendes Gefäß. Hab ich da was bei? Ja, Bits. Oh, danke. Was? Nicht sterben? Ich weiß nicht, es gibt eine Quicksave-Taste. Das finde ich sehr beunruhigend. Weil, also ich kann Quicksaven. Also übrigens öffnet, glaube ich, einfach nur das Quicksave-Menü. Aber trotzdem, das speichern wir. Aber warum gibt es eine Quicksave-Taste in einem Adventure? Das kann nur Böses heißen. Wie jetzt? Bernhard hat schon zu? Ich brauche doch noch Signalraketen, falls mein leicht entzündlicher Gasballon Feuer fängt. Also es ist bevor er sich mit Toni tatsächlich getrennt hat. Das ist ja noch weit davor. Oha. Er kommt! Alle Mann auf Position! Und dann, wie wir es geprobt haben. Ich möchte kein offenes Feuer in Rufus' Nähe sehen. Möge Tetanus uns beistehen. Hey, das Ding, Ort kenne ich da. Ach, da geht es unten lang. Weil früher stand hier der Bulle rum. Und das also ist immer noch da. Dahinter. Ich sehe im Hintergrund. Oh, was ist das denn? Das ist eine Wumme. Da können meine prophetischen Träume orakeln, bis sie schwarz werden. Ich werde niemals einen Schnauzer tragen. Die mich auch überhaupt nicht streiten. Wenn er mit mehr Gefühl und weniger Spucke spielen würde, könnte er in den Pausen vielleicht auch mal ausspannen. Achso, kann ich ihn einsetzen? Wenn er mit mehr... Nee. Huh. Soon. Hallo, Fremder. Neu in der Stadt? Aber Rufus... Ich komme doch jedes Jahr zum Grill-Donnerstagsfest. Richtig. Und dein Name war? Soon, amtierender Grill-Champion aus Sierra Benzole. Sierra Benzole? Ich dachte immer, der Ort hat nur 3 Einwohner. Was nicht heißt, dass der Titel nichts wert ist. Fuego und Petrol sind nämlich auch sehr geschickt im Umgang mit Brennspiritus. Schade, dass sie dieses Jahr nicht antreten können. Lass mich raten. Ein Arbeitsunfall? Sagen wir einfach... Sie hätten das Chewabchichi mit mehr Che und deutlich weniger Shishi machen sollen. Ah ja. Wir gucken uns übrigens aufmerksam nach irgendwelchen lustigen Glockendingsbums. Es muss davon noch 53 Chingendings geben. Was das gibt's denn Leckeres? Was schon? Grill-Donnerstag ist Murmeltiertag. Ach, das soll Murmeltier sein. Das sieht überfahren aus. War nicht Randale-Montag immer Murmeltiertag? Nein. Grill-Donnerstag. Ganz sicher. Ich passe trotzdem. Ich stehe nicht so auf aufgewärmte Plot-Idee-Murmeltiere. Oh. Weißt du, wie man einen Elefanten fängt? Natürlich. Was denkst du, wozu ich die Elefantenbüchse da hinten habe? Zum Protzen, dachte ich. Ja, das auch. Aber die Elefantenjagd hat bei uns große Tradition. Sie geht zurück auf die Tage, da Halligall und Hunikus gleichzeitig auf die Idee kamen, über die Amalgaten zu reiten. Ich dachte, sie hätten dort nur Füllungen für die Stoßzähne gesucht. Was das Aufeinandertreffen der Heere nicht weniger blutig gemacht haben dürfte. Du weißt ja, nichts ist gefährlicher als ein Elefant mit Zahnschmerzen. Mhm. Das, Was soll der Quatsch mit dem Licht und dem Grillen? Das nennt man Grill-Donnerstag. Ich meine doch, dass ihr die immer ausschaltet, wenn ich in die Nähe komme. Och, das sind ganz normale Brandschutzvorkehrungen. Mach dir darüber keine Gedanken. Hatte ich nicht vor. Es gibt hier einen Elefanten in der Gegend. Das glaube ich erst, wenn ich ihn sehe. Nun, er ist sehr gut darin, sich zu verstecken. Nicht gerade typisch für einen Elefanten. Sicher, dass du kein Wombat oder Murmeltier meinst? Ich glaube, ich würde den Unterschied erkennen, ja. Das haben schon viele geglaubt. Und am Ende muss man sie mit Wombatbissen aus dem Zirkus abholen. Armer Onkel Diego. Oh Mann, das ist ein Elefant. Es gibt hier wirklich einen Elefanten. Das solltest du den Profi beurteilen lassen. Ich bin Profi. Vielleicht darin, zu behaupten, irgendwas zu sein, was du nicht bist. Aber bestimmt nicht für die Elefantenjagd. Oder hast du etwa ein Jagddiplom? Pah, nur Anfänger brauchen ein dämliches Diplom. Genau, weil Profis bereits eins haben. Das ist eigentlich ein guter Punkt, oder? Kann ich mir die Elefantenbüchse ausleihen? Nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ich bin zufällig Großwildjäger. Wenn du Großwildjäger wärst, dann wüsstest du, dass Elefanten Kinderkram sind. Viel zu einfach zu treffen. Die Profis jagen kleine Tiere. Enten. Oder Ratten. Dazu reicht so eine Wumme nicht aus. Da braucht man schon sowas wie ein Hochpräzisionsblasrohr. Viel präziser. Leider sind mir aber die Pfeile ausgegangen. Und die Blasrohre. Und die Bienen, aus denen das Nervengift gewonnen wird.
Also quasi alle. Ach bitte, leih mir die Elefantenbüchse. Ich sagte, nein, die verleihe ich nur an andere Großwildjäger. Ach nee. Bitte. Einmal auf Stück. Kannst du mir ein Hochpräzisionsblasrohr bauen? Kommt drauf an. Bist du mittlerweile ein diplomierter Großwildjäger? Ja. Dann zeig mir dein Jagddiplom. Oder verzieh dich. Nett. Na dann, Grill und Rodel gut. Das hatte ich vor. Oh Mann. Was ist los? Warum spielt ihr nicht? Wir kennen diesen Song noch nicht auswendig. Ja, und ohne Licht können wir die Noten nicht lesen. Warum spielt ihr da nicht etwas, das ihr auswendig könnt? Eine Nummer würde mir da schon einfallen. Unser Hit. Rudis Zahn-OP ging schief. Oh, bitte nicht. Dieses Gejaule habe ich schon den halben Abend lang ertragen müssen. Immer noch besser, als deine Visage im Blickfeld zu haben. Hey! Ihr denkt wohl, ich habe Kartoffeln auf den Ohren. Nett. Also wir müssen wahrscheinlich über die Band zum Spielen kriegen, damit er abgelenkt wird oder so. Ach, guck mal, da ist Wenzel wieder da. Und hier, Dingsbums, wie auch immer sein Name ist. Und wie sieht das hier deutlich anders aus als sonst. Wenzel verkauft welche Kanalratten? Das ist sehr interessant. Das sind alte und neue Charaktere. Grill. Faulobst legen. Wenzel. Das ist entweder mein alter Sidekick Wenzel oder eine sprechende Kürbislaterne. Wenzel, der Arsch. Immerhin war er nicht der Anführer der Dings, ne? Also ist alles gut. Wenzel, bist du das? Ich hatte dich doch glatt für eine Kürbislaterne gehalten. Sehr lustig. Aber schön zu sehen, dass du dich doch entschieden hast, am Grill-Donnerstagsfest teilzunehmen. Ein Dreck hab ich. Ich bin nur hier, um Toni abzuholen. Ach ja, der Ballon. Hast du dir das wirklich gut überlegt? Ich weiß, eine Woche mit ihr auf engstem Raum, das grenzt an Selbstmord. Aber es wäre bestimmt nicht gut für unsere Beziehung, wenn ich den Planeten ohne sie verlassen würde. Ich meinte doch, ob du dir sicher bist, die Sache überhaupt durchzuziehen. Ihr hattet euch schon mal getrennt. Wenn dein Plan wieder schief geht, könnte diesmal mehr in die Brüche gehen als nur das Höhenruder oder dein Nasenbein oder das Dach vom Kindergarten. Mach dir mal keine Sorgen, kleiner Mann. Diesmal habe ich an alles gedacht. Ein Böllenruder habe ich zum Beispiel gar nicht erst eingebaut. Toni vertraut mir. Und da hat sie ja auch recht. Du wirst schon sehen. Mhm. Das Ding ist halt... Das ist eigentlich total schade, ne? Das ist ja... Also gehen wir davon aus, der hat wirklich die ganze Handlung von dem Pony 1 bis 3 geträumt. Das... Ich meine, das ist ja... An sich müsste er doch trotzdem mit der Selbsterkenntnis rausgegangen sein, die er am Ende gehabt hat, oder? Das ist halt irgendwie komisch. Also, weil er ist halt noch genauso wie am Anfang. Das ist halt irgendwie doof. Na gut. Wir gucken mal weiter. Vielleicht gucken wir mal was. Hat Wenzel eine andere Stimme? Keine Ahnung. Ich habe ihn seit Teil 1 nicht mehr gehört, also weiß das ich nicht. Das reinste Faulspiel. Na dann, lass uns spielen. Hast du einen Gegner? Ich? Ja, genau. Was ist mit dem Rattenjungen? Der darf nicht mitspielen. Hä? Warum nicht? Weil er noch zu klein ist. Der Rattenjunge? Der arme Rattenjunge kann sich nicht mal so viel Kleidung leisten. Ach, das Licht ist mal da an, wo es nicht ist. Meine Eltern sagen, Basalt sei die Trendfarbe der kommenden Herbstsaison. So tapfer. Basalt. Ich heiße Leonardo Alfonso Miguel Garcia de... Na, macht ja nichts. Rattenjunge passt doch. Den anderen Quatsch kann sich ja eh keiner merken. Quatsch? Mein Name wurde mit einem Preis ausgezeichnet. Ratatatatat. Rattenjunge ist am Start. Warum sind alle so gemein zu mir? Oh, darfst du nicht mit den anderen Ratten spielen? Wenn sie das Faulobstspiel meinen, ich würde wirklich gern. Aber ich bin noch zu jung. Das stimmt, Rufus. Faulobst legen dürfen nur Erwachsene spielen. Bin ich in ein Grillennest getreten? Andauernd höre ich dieses Zirpen aus meiner Knöchelregion. Ach, guck mal. Die letzten Bienen des Südquadranten. Seit 20 Jahren auf einem Grill-Donnerstagsfest in ihrer Umgebung. Wenn das so weitergeht, stirbt die Menschheit noch vor den Bienen aus. Entweder fehlt hier der Zapfhahn... Oder es wird vor Eskimos mit tropfendem Füller gewarnt. In beiden Fällen sollte ich vorerst die Finger davon lassen. Naja, wir brauchen also einen Zapfhahn. Das ist ja gut. Das für den Licht ist wirklich sehr witzig. Folierkartoffeln. Da hat jemand eine Folienkartoffel in den glühenden Kohlen vergessen. Das muss mein Glückstag sein. Autsch! Heiß! Diese räudige Erdfrucht glüht noch. Ich muss sie irgendwie abkühlen. Ob ich abwarten kann? Es stimmt wohl, was man sagt. Wenn dir das Leben eine Kartoffel schenkt, hast du eine Kartoffel. Gut, also wir können das Ding nicht raus. Das ist eine Kartoffel-Halbiermaschine? Warum?
Warum? Warum gibt es das Ding? Also, mit den Leuten kann ich gar nicht alle reden, wie auch immer die grünhaarigen. Dann erklär's mir einfach nochmal. Was genau willst du von diesem Idioten? Rufus, das ist doch kein Mann für dich. Ist er überhaupt ein Mann? Versager, das trifft es eher. Halt den Rand, Lotto. Er hat keinen Job, keine Manieren. Lotto? Und das Größte von all den Sachen, die er nicht hat, eine Zukunft. Das sind der Lotti wird? Warne dich, Lotto. Rede nicht so über meinen Freund. Ach, komm schon, Toni. Vertraust du diesem Toni nicht gut etwa? Du hast Toni gehört, Lotto. Lass sie in Ruhe. Nein, ich möchte das jetzt wissen. Glaubst du wirklich, dass ihr euch beide nach Elysium bringen kann? Da lachen doch die Wombats. Zum letzten Mal, Lotto. Halt deinen Rand. Du könntest jeden haben, Toni. Wenn du nur einmal die Augen aufmachen würdest, würdest du es sehen. Hier sitzt ein richtiger Mann. Lotto, bitte. Ein männlicher, bärtiger Mann. Die Möbel sind gerade erst neu. Wie wär's? Möchtest du meinen Bart mal anfassen? Na, knick, knack. Eigenartig. Ich habe so ein Ziehen im Bein. Ob da wohl ein Gewitter im Anzug ist? Lotto, wie siehst du denn aus? Du kannst mich... Du kannst mich ab jetzt Lotti nennen. Lotto sieht so verändert aus. Hat er einen neuen Hut? Hey, Lotto! Das heißt jetzt... Das heißt jetzt Lotti. Du bist jetzt also wirklich eine Lady? Wieso was? Was stimmt denn damit nicht? Hab ich gesagt, dass damit irgendwas nicht stimmt? Nein. Im Gegenteil. Glückwunsch zu diesem mutigen Schritt. Genau genommen hatte ich schon immer das Gefühl, dass eine großartige Frau in dir steckt. Du nennst mich fett? Was? Nein! Oh! Entschuldigung, es ist nur, dass ich so unsicher bin, ob ich diesem neuen Leben wirklich gewachsen bin. Wenn du eines bist, dann gewachsen. Es wäre voll geil, oh Fazzo! Es wäre ganz entzückend von dir, wenn du mir mit einer ganz ehrlichen Einschätzung unter die Arme greifen könntest. Ja, da findet man die tollsten Sachen. Also, gibt es irgendwas, was ich an meinem neuen Ich noch verbessern könnte? Lass mich nachdenken. Du hast keine Oberweite. Aber Rufus! Wo schaust du mir denn hin? Das geziemt sich nicht. Mag sein. Aber worauf hätte Lotto geachtet? Leg deine Hand aufs Herz und sag mir dann, dass sie nicht um eine Dreckrübenhälfte zu dicht dran ist. Du hast recht. Vielleicht hilft es, wenn ich den Bügel aus meinem männlichen Männerkorsett entferne. Dieses Symbol der Androkratie hat mich lange genug eingeengt. Hier. Nimm ihn mir aus den Augen, sei so gut. Oh. Fällt dir noch was auf? Du hast zu haarige Beine. Schockschwere Not. Du hast recht. Gut, dass ich meinen Rasierer noch nicht weggeworfen habe. Verflucht tut das weh! Gut so, haltet durch! Aua! Verdammt, ich sterbe! Ich leide mit dir, Kumpel. Was? Oh, dabei meine ich doch. Huhuhu, das zieht aber. Heulsuse. Fällt dir noch was auf? Deine Stimme ist zu maskulin. Wessen Stimme ist zu maskulin? Sagte ich maskulin? Walkürenhaft, das wollte ich sagen. Besser. Was du brauchst, ist ein komplettes Makeover. Wir könnten shoppen gehen. Du probierst zu fetziger Musik verschiedene Kleider an und ich stehe vor der Umkleidekabine und mache vielsagende Gesichtsausdrücke. Schön, wie die Schriftfarbe nachändert. Oder so. Oder so. Zum Schluss geht's dann in einen Beauty-Salon. Und...
Stopp, stopp, stopp! Es tut mir sehr leid, dass ich deinen Enthusiasmus bremsen muss. Aber nur weil ich jetzt eine Lady bin, heißt das noch lange nicht, dass ich mich gleich in die nächsten Rollenklischees eingliedern will. Eine Verwandlung ist mehr als genug für einen Tag. Och, Menno. Ja gut, mit den Beinen kann wahrscheinlich deine Beine sind immer noch zu behaart. Ich mach ja schon. Es ist nur so verdammt mühselig. Ich bräuchte irgendwas Besseres. Hätte ich doch nur meinen Haarwurzellaser nicht weggeworfen. Lotto hat sich die Haarwurzeln gelasert? Er hat Radsport betrieben, okay? Mhm. Mich irritiert übrigens, dass wenn ich über Schrift bin, dass die dunkel wird und nicht hell. Also das Helle ist immer das, was ich nicht anlege. Ich finde dich gut, so wie du bist. Du Charmeur! Irgendwie glaube ich, dass du nicht nur Lottie in den Bart abgeräumt bist. Ach, na ja. Kannst du mir deinen Rasierer ausborgen? Nicht, solange ich noch rumlaufe wie eine russländische Holzfällerin. Wobei ich mit einer Kettensäge wahrscheinlich besser vorankäme, als mit diesem stumpfen Mistding. Wer hat dir das nur angetan? Wieso angetan? Ich fühle mich regelrecht befreit. Als wäre ich jahrelang in einem riesigen Kokon gefangen gewesen, um nun endlich wiedergeboren zu werden als wunderschöner... Walfisch. Schmetterling! Schmetterling, meine ich doch. Na dann, hau rein, Alter. Ich meine natürlich, küss die Hand, Gnefrau. Tüdelü! Oh, guck mal, der Zinkern. Das kommt mir irgendwie so beunruhigend bekannt vor. Lonzes Kneipe. Das Kuhschild. Oh, guck mal, da ist der Bart. Plörre, das Einzige, was es auf diesem Planeten zu trinken gibt. Denen fällt auch nichts Neues ein. Das lasse ich lieber hier. Ich kann mir bei aller Liebe keine Situation vorstellen, in der man so einen Quatsch gebrauchen könnte. Nee, außer gar nicht. Oh, guck mal, das ist der Dartpfeil. Ein Dart-Champion wie ich kann auch mit schlecht austarierten Billigpfeilen werfen. Aber treffen, das ist eine andere Sache. Eine Ente ist doch immer wieder schön. Ob ich die Ente für meinen Jagddings brauche, kann ich ihn jetzt einen Dartpfeil werfen? Und... Wow! Volltreffer! Damit hast du den Dart-Wettbewerb gewonnen. Hier, nimm den Hauptgewinn. Gewinn? Was ist es? Ein Stromumkehrer. Na super. So ein Stromumkehrer kann man... Ach, mit denen kann ich bestimmt die Lampen so machen, dass die immer an sind, wo ich gerade bin. Rückblickend betrachtet hätte man das mit Lotto auch vorher geahnt haben können. Ich konnte bloß eigentlich sagen, weil der Dialog war. Der Strohhalm ist mir auch aufgefallen. Ich habe den gesehen und habe bloß gesagt, Strohhalm. Wer wirft denn einen ladenneuen, voll funktionstüchtigen Bart weg? Ist doch noch gut. War der nur angeklebt? Lonzo? Ach, der alte Lonzerich. Ich werde ihn vermissen. Ob ich auf Elysium auch alles anschreiben lassen kann? Oha. Befehlungsrate auch die Musik. Drück mal die Maustaste runter, weil ich das Menü damit aufmachen möchte, aber das klappt natürlich nicht. So, Lonzo? Hey, Rufus! Hey, Lonzo! Dasselbe wie immer? Ganz im Gegenteil. Ich will etwas Neues, etwas anderes, etwas Aufregendes. Da hast du Pech. Ich habe nur dasselbe wie immer, Plörre. Warum fragst du mich dann überhaupt? Na, für gewöhnlich wollen die Leute eh nur, was sie bereits kennen. Gewöhnliche Leute wollen gewöhnliche Dinge. Aber da mache ich nicht mit. Mache ich nicht mit. Nicht mit mir. Hört ihr? Nicht mit mir. Das Ding ist, ist Toni jetzt noch voll überzeugt von Rufus? Manchmal frage ich mich, ob es wirklich eine gute Idee ist, sie nach Elysium mitzunehmen. Ihre Manieren sind ja wirklich nicht die besten. Das ist ja dumm, ein Bild an der Hand, ne? Uhu, Schnutzelbärchi. Was hatten wir zum Thema Schnutzelbärchi gesagt? Dass sie eine cholerische Pestnatter ist, dafür aber einen knackigen Hintern hat. Ich wollte zwar darauf hinaus, dass du mir keine Kosenamen geben sollst, aber trotzdem, gute Antwort. Das ist, was beinahe verplaudert? Hast du eine Ahnung, was mit Lotto passiert ist? Nun, er hat sich ein wenig
verhoben. Ich sag ja, sowas kann böse enden. Aber du verlangst trotzdem immer wieder, dass ich den Müll rausbringe. Ich meinte das bildlich. Moment, du warst das? Warum? Er hat ein paar hässliche Dinge gesagt. Hässliches Entlein hässlich oder deine Mutter hässlich? Vielleicht hat es doch den Falschen getroffen. Ach, sie dreht sich noch was. Ich dachte, sie guckt sich ein Bild an. Was? Wegen deiner Kristallgläser. Ach ja, die muss ich ja auch noch einpacken. Hast du die Knickerfolie besorgt? Ja, schon, aber... Aber? Können wir die Gläser nicht einfach hier lassen? Wollen wir diese Diskussion wirklich noch einmal führen? Ich gebe hier viel auf. Und alles für die verschwindend kleine Chance, dass du uns entgegen aller Wahrscheinlichkeit nach Elysium bringst. Die einzige Bedingung? Ich will die Gläser meiner Großmutter mitnehmen. Ich sag ja nur, es ist ein langer Weg. Nicht, dass ihnen was passiert. Du sagtest, es sei sicher. Ist es ja auch. Aber ein kleines Restrisiko lässt sich eben nicht ausschließen. Und auf Elysium haben sie sicher auch ganz hervorragende Großmuttergläser. Ich komme entweder mit den Gläsern oder gar nicht. Das habe ich gerade schon das Gefühl, dass ich den Dialog zu früh genommen habe. Was ist kaputt gegangen? Die Gläser sind kaputt gegangen. Ich weiß, dass du nur einen Witz machst. Weil dir ja bewusst sein dürfte, dass unsere Beziehung an diesen Gläsern hängt. Sowie deine Fähigkeit, ohne Schnabeltasse zu trinken. Stimmt, reingefallen. Das sollte nur ein Witz sein. Ein lustiger. Nicht lustig. Nicht lustiger Scherz, genau. Eigentlich ist Toni genauso beißig wie jetzt schon. Das ist halt, die Frage ist, wie hat sich da überhaupt aufgelöst? Das ist ja kein Stück anders als vorher. Um die Gläser kann ich mich doch kümmern. Oh, Rufus. Das hatten wir doch schon. Das ist eine Aufgabe, die deinen Fähigkeiten einfach nicht entspricht. Wie meinst du das? Na ja, du wirst sie kaputt machen. Das ist doch Unsinn. Und selbst wenn, würde ich einen Weg finden, das wieder ungeschehen zu machen. Du willst immer das Unmögliche, aber deine Finger an meinen Gläsern, da ist die Grenze. Verstanden? Ich habe ganz vergessen, dass ich noch Platz für die Gläser schaffen wollte. Setz dich doch ruhig so lange wieder hin, okay? Aber beeil dich. Ich kann mir um die reden. Schnutzelbärchi. Du wirst nicht glauben, was heute schon alles los war. Oh nein, was hast du jetzt wieder angestellt? Nichts, wieso? Keine Brände oder Explosionen? Nein. Gibt es Verwundete oder Brandopfer? Tiere zählen auch dazu. Nichts von alledem. Tja, dann hast du recht. Ich glaub's dir nicht. Ich muss dir unbedingt von meinem Traum erzählen. Hat das nicht Zeit, bis wir verschwunden sind? Tja, vielleicht, ja. Jedenfalls war da sowas von abgefahren. Der Organon wollte Deponia sprengen. Ha, aber den habe ich gezeigt, wo der Wombat die Locken hat. Vielleicht ist das ein Ausdruck von unterdrücktem Selbsthass. Ich meine ja nur, weil du auch immer alles in die Luft springst. Selbsthass? Ich? Mich? Blödsinn. Ich bin super. Wobei es schon verwunderlich ist, dass in meinem Traum alle Organons Klone von mir waren. Keine weiteren Fragen. So wie er es erzählt, ist es natürlich enorm unglaubwürdig, ne? Ja, gut, ich hatte es fast bis nach Elysium geschafft. Aber dann ist dir deine Menschenliebe dazwischen gekommen. Das erzählst du immer, wenn deine Pläne scheitern. Aber diesmal war es wirklich so. Du meinst in deinem Traum. Ach ja, sorry. Es war nur alles so realistisch. Wenn du dir das nächste Mal unsicher bist, sobald einer deiner Pläne realistisch wirkt, ist es hochwahrscheinlich ein Traum. Na gut, das ist wahrscheinlich so. Wir haben uns getrennt. Ja, davon träume ich auch öfter. Endlich mal eine Woche ohne Brände in der Küche. Naja, also ganz so war es ja nicht. Irgendwie habe ich ja trotzdem noch bei dir gewohnt. Ah, ein Albtraum also. Das, oh, das Sony erzählen sollte. Ich habe eine Elysianerin kennengelernt. Eine echte Orbit-Elfe.
Ist das eine Art Retourkutsche, weil ich immer von Cowboy Dodo träume? Du träumst von Cowboy Dodo? Jede Frau träumt von Cowboy Dodo. Ja, hast recht. Also, meinem Traum kann man, glaube ich, auch vor. Muss ich mir etwa Sorgen machen? Naja, an diese Art von Traum. Ganz im Gegenteil. Es war ein ihm gehörig den Arschversohltraum. Hä? Am Ende habe ich mein Leben für die Rettung Deponias geopfert. Haha. Ausgerechnet du. Warum nicht? Muss ich dich daran erinnern, wie ich mein Lymphsystem der medizinischen Forschung gespendet habe? Das zählt nicht. Die wollten es nur haben, um zu verstehen, wie du den Spaghetti da reinbekommen hast. Außerdem hast du es nicht aus Menschenliebe getan, sondern für ein Abo der Chirurgenwoche. Mich interessieren nur die Artikel, ehrlich. Gewiss doch. Schließlich war ich alt. Überall war alles voller Schnee. Ich dachte, du hast dich geopfert. Ja, stimmt. Haut irgendwie nicht hin. Also, ich muss überlebt haben. Aber zu welchem Preis? Alles war so hoffnungslos kaputt und dreckig und im Eimer, dass ich schließlich Deponia in die Luft gesprengt habe. Das muss der mit Abstand krasseste und längste Albtraum der Welt gewesen sein. Ich weiß nicht. Unsere Beziehung hält ja jetzt auch schon wieder recht lange. Das war herrlich. Du hast meine Träume noch nie verstanden. Und je mehr du erzählst, umso stolzer bin ich drauf.